Gesegneten Sabbat. Schön bei euch zu sein. Nochmals, wir wollen nochmal beten, bevor wir uns Gottes Botschaft anhören. Großer himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, Herr, dass wir hier sein dürfen, Herr, zu deiner Ehre, Herr, und bitten dich, dass du uns führst, Herr, durch deinen Geist, dass du unsere Gedanken öffnest, dass du uns zeigst, was du mit deinem Wort anrichtest und was du getan hast, Herr, für uns. Hilf uns, darüber nachzudenken und dass es unsere Herzen öffnet und dass wir durch dich jetzt geleitet werden. Im Namen Jesu. Amen. Esther, wir sind jetzt schon 25 Jahre verheiratet. Würdest du nicht doch gern ein Kind haben? Ich weiß nicht. Du weißt, die Ärzte haben gesagt, ab Mitte 40 wird es schwer. Ja, aber unmöglich ist es nicht. Nun, was wäre, wenn wir es dann auf künstliche Art versuchen? Meinst du, dass wir das bei mir einsetzen lassen? Nee, das ist für mich nicht natürlich, glaube ich. Naja, vielleicht doch. Wir versuchen es schon so lange und es klappt nicht. Vielleicht müssen wir da einfach eine andere Möglichkeit benutzen. Meinst du? Und was, wenn mir trotzdem was passiert? Wir könnten doch auch unsere Angestellte, die Stella, fragen. Eventuell können wir ja dann das Kind sozusagen adoptieren. Die ist viel jünger als ich. Ein Jahr vergeht. Juhu, es ist ein Junge. Ja, schön. Was ist Esther? Na, irgendwie glaube ich, das war doch nicht so eine gute Idee. Aber du wolltest doch, dass wir das so machen. Aber weißt du, ich glaube, das war doch nicht so richtig. Warum das denn auf einmal? Ich muss dir was sagen. Ich bin schwanger. Ja, das ist doch toll. Mein Schatz, endlich. Ja, ich freue mich ja auch, aber dann haben wir zwei Kinder. Und ich weiß nicht, ob die Stella ihr Kind nicht doch für sich haben will. Naja, wir werden sehen. Gott wird das schon leiten. In der Vergangenheit gab es schon mal eine ähnliche Geschichte. Eine Geschichte, als man auch Schwierigkeiten hatte, ein Kind zu bekommen. Auch war es so schwer, weil das Alter eine Rolle gespielt hat. Und dann hat man gedacht, vielleicht tut man selber irgendwie einschreiten und bringt eigene Idee rein und sagt, ja, was ist mit der Magd? Vielleicht kann die Magd doch schwanger werden. Wir kennen alle die Geschichte Abrahams und seiner Frau. Und es hat so lange gedauert, aber Gott hatte doch verheißen diesen Sohn. Und trotzdem hatten sie dann eine andere Idee. Vielleicht wollten sie Gott helfen, das zu erfüllen, was er gesagt hat. Aber Gott brauchte keine Hilfe, Gott hatte es versprochen. Und obwohl es unmöglich war, wurde es möglich. Und endlich, nach so langer Zeit, haben sie dieses Kind gehabt. Dieses Kind, das sie sich ersehnt haben, wo sie lange darauf gewartet haben. Jahre und Jahre und Jahre. Stellt euch vor, ihr wartet Jahre und Jahre, dass ihr ein Kind bekommt. Und endlich klappt es. Endlich ist es da. Und dann, als dieser verheißene Sohn, den Gott sagte, der ist verheißen, da war, was sagte Gott zu Abraham?
In 1. Mose 22, Vers 2. Lesen wir 1. Mose 22, Vers 2. Und jetzt stellt euch vor, das wäre euer Kind. Das wäre euer Kind, auf das ihr so lange gewartet habt. Das wäre euer einzigstes Kind. Und Gott spricht folgende Worte zu euch. Nimm doch, Gott sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Ich weiß nicht, wer alles von euch Kinder hat. Ihr könnt auch den Namen eures Kindes hier einsetzen. Und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ich habe eine Frage an euch. Wenn Gott das zu euch sagen würde, wer von euch könnte sowas tun? Wer könnte seinen einzigen Sohn hingeben? Und nicht nur hingeben irgendwie, sondern zum Brandopfer. Zum Brandopfer bedeutet, wenn wir in 3. Mose 1, 10 bis 13 lesen würden, dass es geschächtet wird und dass das Innere auch rausgenommen wird. Am Schluss wird es auch noch verbrannt. Das ist nicht irgendein Opfer, das ist ein heftiges Opfer. Das sollte er, Abraham, mit seinem Sohn tun. Wer von uns könnte sowas tun? Ich frage nicht mal die Mütter, weil die Mütter, keine Mutter kann das übers Herz bringen, denke ich. Und ich glaube, auch Abraham ist hingegangen und ihm war nicht wohl dabei, denke ich. Und wenn es seine Frau gewusst hätte, ich glaube, sie hätte alles getan, um das zu verhindern. Aber was steht in der Bibel, 1. Mose 22, Vers 3? Wie steht es dort? Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz und zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Hört sich irgendwie gar nicht so beunruhigend an. Das hört sich einfach nur an, er hat das gemacht, was Gott gesagt hat. Aber es war in seinem Herzen. Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Ellen White beschreibt, dass er einen Riesenkampf in seinem Herzen hatte, weil er dachte, ich müsste doch dann Gottes Gebote brechen. War das wirklich Gott, der zu mir da sprach? Und doch sehen wir dann weiter, was in Vers 5 steht. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Wir? Warum wir? Das heißt ja, er hat doch irgendwie vertraut, dass er mit seinem Sohn wieder zurückkommt. Er sagt ja hier, wir. Nun, Abraham, das wissen wir aus Hebräer 11, Vers 17, war einer der Glaubenshelden. Und gerade wegen dieser Sache. In Hebräer 11, Vers 17 haben wir da eine Antwort natürlich drauf. Dort steht 17 bis 19, Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißung empfangen hatte. Er hatte eine Verheißung von Gott empfangen, die ihm sagte, in diesem Sohn werden alle Geschlechter gesegnet. Und es wird wie der Sand am Meer sein oder wie die Sterne des Himmels, die er nicht mal sehen konnte.
Vers 18, zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Vers 19, Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wieder erhielt. Abraham hat sich darauf verlassen, dass er seinen Sohn wieder bekommt, auch wenn er ihn darbringen müsste, auch wenn er ihn opfern müsste, hat er den Glauben gehabt, dass Gott ihn wieder auferstehen lassen kann. Und trotzdem sage ich, wer von uns könnte es dennoch tun, obwohl wir das wissen? Wer könnte von uns seinen Sohn töten und ihn als Brandopfer da bringen? Nun, wie geht die Geschichte weiter in 1. Mose 22, Vers 7? Dann sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Was sollte Abraham sagen? Du bist das Opfer? Was sagte Abraham? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Abraham hat ihm nicht Sorge bereitet, sondern ihm Hoffnung gemacht. Das ist unglaublich. Und dann wissen wir, was geschah. Vers 13. Wir überspringen ein bisschen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Anstelle seines Sohnes kam dieses Widder. Der Sohn musste nicht sterben, obwohl Abraham schon dieses Messer hatte, ne? Und er war bereit, dieses Opfer zu bringen. Gott hat ihn aufgehalten, aber er war bereit dazu. Aber anstelle seines Sohnes kam ein Widder. Doch Abraham hat ein Lamm versprochen, das wissen wir. Abraham versprach ein Lamm, weil er schaute auf den, der da kommen sollte. Der Messias, auf den seit Adam und Eva gewartet wurde. Und dann wissen wir, dass erst bei Johannes der Täufer die Aussage kam, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus sollte dieses Lamm sein, das, auf das Abraham hier deutete. Der einzige Sohn, den er opfern sollte, deutete auf den einzigen Sohn, den Gott opfern sollte. Jesus Christus. Jesus Christus kam auf diese Welt, aber er war nicht einfach irgendein Mensch, wie vielleicht viele denken. In Hebräer 9, Vers 16 bis 17 steht etwas über das, was er getan hat. Hebräer 9, Vers 16 und 17. Hier steht, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Wer machte das Testament? Das Testament machte Gott am Anfang. Er hat versprochen, dass der Messias kommt. Er hat versprochen, dass er die Menschheit erlöste. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Gott hat das Testament gemacht, da muss der Tod von ihm eintreten.
Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Nun, Gott machte dieses Testament. Nur er selber konnte es einlösen. Daher wurde Gott gleich den Menschen, wie in dem Wort steht. Obwohl er Gott gleich ist, macht er sich gleich den Menschen. Er kommt vom Himmel herab, da wo schön ist. Was sagte Ellen White, als sie gesehen hat, die Schönheit da oben? Ich habe eine bessere Welt gesehen. Sie hat mir die Welt hier unten verdorben. Dort ist keine Sünde, dort ist kein Schmerz, dort ist kein Leid. Aber Jesus Christus, der König der Könige, kommt auf diese Welt, um sich uns gleich zu machen. Das ist wirklich stark und unfassbar. Das ist eins der ersten Opfer, das Gott brachte, erstmal überhaupt Mensch zu werden. Ellen White schreibt im Bibelkommentar: In Christus war die göttliche und die menschliche Natur vereint. Die göttliche Natur wurde nicht zur menschlichen Natur herabgesetzt. Da aber die menschliche Natur mit dem Göttlichen vereint war, widerstand sie der schwersten Prüfung in der Wüste. Wir kennen die Stelle in der Wüste, als der Satan versuchte, Jesus zu versuchen. Und mit was hat er ihn versucht? Wenn du Gottes Sohn bist, jetzt kommt der Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, hat er am Anfang gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann benütze deine schöpferische Kraft, mach aus diesen Steinen Brot. Das wäre für uns keine Versuchung gewesen. Für Christus war es eine, weil er seine schöpferische Kraft für sich selber nicht benutzen durfte. Sonst hätte er das nämlich gemacht. Was sagt er stattdessen? Man lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Er verließ sich auf den Vater. Jesus hat weder dieser noch einer anderen Verführung nachgegeben, auch wo er ihm die ganze Welt zu Füßen legen wollte, aber Anbetung wollte, sagt er, du sollst deinem Gott allein dienen. Nun, wir wissen, dass Jesus viele Wunder gemacht hat, dass Jesus viele gute Taten gemacht hat. Er hat nichts Böses auf dieser Welt getan, er hat nicht gesündigt. Er war dieses makellose Lamm, von dem die Rede auch im Alten Testament ist. Jesus hat nur Gutes getan. Doch irgendwann sollte etwas geschehen. Es kam irgendwann diese Stunde, von der er die ganze Zeit geredet hat, dass er sein Leben lassen müsste für seine Schafe, dass er diesen Weg des Leides gehen müsste. Nun, aber bevor er diesen Weg ging, das hat mich wirklich berührt, wie Gott sich da um seinen einzigen Sohn kümmert. Ellen White beschreibt da, dass als Mose und Elia kamen, in folgende Weise. Die Jünger waren davon überzeugt, dass Mose und Elia gesandt worden waren, um ihren Herrn zu beschützen und seine Macht als König zu begründen. Doch vor der Krone musste das Kreuz kommen. Vor der Krone musste das Kreuz kommen. Nicht der Amtsantritt von Christus als König, sondern sein Tod, der in Jerusalem erfolgen musste, war Gegenstand ihrer Unterredung mit Jesus. Beladen mit menschlicher Schwachheit, Kummer und Sünde, also Sünde des Körpers, klar, wandelte Jesus allein mitten unter den Menschen. Als ihn das Dunkel der bevorstehenden Prüfung bedrängte, fühlte er sich einsam und allein in einer Welt, die ihn nicht kannte.
Habt ihr euch schon mal einsam und allein gefühlt? Wer hat sich nicht schon mal einsam und allein in dieser Welt gefühlt? Besonders wenn wir Christus folgen, kommt er uns so vor, als wenn nur wir diesen Weg gehen. Deswegen gelobt, wenn wir uns hier treffen können und Gleichgesinnte treffen. Jesus fühlte sich einsam und allein in dieser Welt. Er hatte inmitten der Liebe und Gemeinschaft des Himmels gewohnt, aber in der Welt, die er geschaffen hatte, war er einsam. Nun hat der Himmel seinen Boten zu Jesus gesandt. Gott ist einfach wunderbar. Es waren keine Engel, sondern Menschen, die auch Kummer und Leid ertragen hatten und mit dem Erlöser in den Prüfungen seines irdischen Lebens mitempfinden konnten. Warum konnten sie mitempfinden? Hier beschreibt sie: Mose hatte für das Volk gefleht, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, tilge mich aus dem Buch des Lebens, sagte Mose. Das heißt, er hätte sein ewiges Leben für das Volk hingegeben. Nun, Mose konnte das nicht tun, aber hier war einer, der das tun konnte, weil er Gott ist und Mensch wurde, weil er unser Besitzer ist. Nur der Besitzer konnte diesen Preis bezahlen. Und so setzte sich Jesus auch ein, sein Leben, um uns zu retten. Mose wollte es tun, konnte es aber nicht. Jesus hat es getan. Und Elia war einsam in der Wüste gewesen, beschreibt sie hier. Jesus ist jetzt auch hier einsam und allein. Das heißt, sie konnten es richtig nachvollziehen, wie es ihm geht. Und sie wollten auch in der Vergangenheit, alle Propheten wollten die Menschen zur Umkehr bringen, zu Gott bringen, um sie zu retten. Genau wie Jesus uns retten will und das am Kreuz getan hat. Sie hatten seine Sehnsucht nach der Erlösung der Menschen geteilt. Die Männer, welche Gott vorrangig vor allen Engeln um den Thron erwählte, waren gekommen, um mit Jesus über seinen Leidensweg zu sprechen. Sie trösteten ihn. Sie trösteten Jesus. Wie oft tröstet Jesus uns? Hier brauchte Jesus Trost. Sie trösteten ihn, indem sie ihm versicherten, dass der Himmel mit ihm mitfühle. Und wenn wir ein Wort Gottes hören von Gott, gibt es uns auch Kraft. Sie versicherten, dass der Himmel hinter ihm steht. Die Hoffnung der Welt und die Erlösung jedes Menschen waren Gegenstand dieser Unterredung. Unfassbar. Das hat mich getroffen im Herzen, wo ich das gelesen habe. Vor der Krone musste das Kreuz kommen. Und irgendwann war es soweit. Irgendwann war es nicht mehr so schön, dass man Menschen nur helfen konnte. Für Jesus war das schön, Menschen zu helfen. Für Jesus war es schön, mit Gott in der Präsenz zu sein. Aber wo das Leid kam, war es nicht mehr so schön. Als Pilatus eine Frage stellte, war es nicht mehr so schön. Er stellte die Frage: Jesus oder Barabbas? Und sie wählten Jesus und schrien alle: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Nun, Barabbas war dieser Verbrecher sozusagen, dieser Sünder. Aber ist seine Sünde schlimmer als unsere an sich? Die Sünde ist immer gleich, sie bringt den Tod. Wir sind sozusagen dieser Barabbas. Unsere Sünde brachte Jesus ans Kreuz. In Matthäus 27, Vers 24 bis 26 können wir Folgendes lesen. Matthäus 27, 24 bis 26. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, das ganze Volk war gegen Jesus,
sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Sogar er sah, dass Jesus gerecht ist. Seht ihr zu? Und das Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Sie wussten nicht, was sie da sagten. Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihm der Kreuzigung. Er ließ ihn geißeln, steht hier, und das Geißeln ist keine Kleinigkeit. Ich möchte euch ganz kurz vorlesen, was sozusagen eine römische Geißelung ist, in der Zeit nur ein kleiner Ausschnitt. Die römische Geißelung wurde mit einem sogenannten Flagrum oder Flagellum durchgeführt, einer kurzen Peitsche, in deren Lederriemen Blei oder Eisen und scharfe Knochenstücke geflochten waren. Die Metallgruben sich in die Haut und hinterließen Triefprellungen, die Knochenstachel rissen die Haut auf. Das war in der Zeit diese Geißelung. Das war keine einfache Sache, das war eine schreckliche Sache. Nur daran zu denken, bereitet mir Kopfschmerzen, sowas mir vorzustellen. Aber wir sehen hier, was Jesus auf sich genommen hat, um uns zu retten. Und das war nicht alles. Weiter geht es in Matthäus 27, Vers 27 bis 31. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Das heißt, die ganzen Leute waren um ihn. Das ist schon allein demütigend, dort angeklagt zu sein. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen. Die Dornen, die am Anfang die Sünde symbolisiert haben, kam jetzt auf seinen Kopf, setzten sich auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlagen ihn auf den Kopf. Furchtbar. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Das heißt, diese Geißelung reicht noch nicht. Das war erst der Anfang. Ellen White beschreibt es noch heftiger. Sie sagt, sie steckten Jesus ein altes Schiffrohr in die Hand und drückten ihm einen Kranz von grausamen Dornenzweigen auf das königliche Haupt. Siehe Johannes 19,2 ist hier beschrieben. Die scharfen Dornen durchbohrten die Kopfhaut des Heiligen und ließen ihm das Blut über das Gesicht laufen und in den Bart tropfen. So schlimm war das. Die verächtlichsten Reden wurden vor ihm gehalten, doch Christus warf ihm nicht einmal vorwurfsvolle Blicke zu. Und ich stelle mir vor, auch bei Barabbas war es so, dass er ihm auch nicht vorwurfsvolle Blicke zuwandte. Sie verhüllten sein Angesicht mit einem alten Stoffstück, schlugen ihm ins Gesicht und sagten: Weissage uns, Christus, wer ist, der dich schlägt? Hier wird Matthäus 26, 67 und 68 zitiert. Dann rissen sie das Tuch beiseite, spuckten ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit dem Schilfrohr mit all der brutalen Kraft verdorbener Soldaten. Sie beschreibt es wirklich heftig hier. Sie nahmen groteske Stellungen ein und benutzten die gemeinsten Ausdrücke, während sie sich in verhöhnender Demut vor ihm beugten. Das war, was die Geißelung anbetrifft, das Schlimme, das Furchtbare, was Jesus durchmachen musste. Für uns. Und es wird beschrieben, dass er, als er das Kreuz nehmen musste, dass er gar keine Kraft hatte, das zu tun. Er wurde ohnmächtig, weil
die Geißelung schon so schlimm war. Und Ellen White beschreibt, dass er die ganze Nacht wach gewesen ist. Er hatte ja gebetet mit den Jüngern und sowieso und so fort. Und unter diesen Umständen da noch standzuhalten, trotzdem, das war unmöglich eigentlich. Matthäus 27, 32 beschreibt dann Folgendes. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Ein anderer konnte es nicht tragen, ein Jude durfte es nicht tragen. Keiner durfte ihm helfen. Nur dieser Mann hat ihm geholfen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstelle, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht. Dann, als sie dort waren, kam die Kreuzigung. Wenn du am Kreuz hängst, sie haben ja ihm die Hände durchbohrt mit diesen Nägeln. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr euch da hängt, den Körper drückt es runter. Ihr bekommt keine Luft. Ihr müsst euch hochdrücken, um Luft zu bekommen. Die Hände sind aber durchbohrt. Furchtbar. Das ist das Schlimmste, was es gibt, was man sich vorstellen kann. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Vers 35, nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Das heißt, er leidet dort am Kreuz, bekommt schier keine Luft, muss sich immer hochdrücken und bekommt noch Spott und Hohn von allen Seiten. Und sie saßen dort und bewachten ihn, Vers 36. Vers 37, und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld, dies ist Jesus, der König der Juden. Jesus hat sich ihnen offenbart, als sie ihn gefragt haben, wer bist du? Bist du der Messias? Und er sagte, ja. Und sie sagten, weil du dich Gott gleich machst, ne, musst du bestraft werden. Das war die Anklage. Und sie konnten nicht dieses Wort hören, dass Jesus der König der Juden sei. Dagegen haben sie sich gewehrt. Vers 39. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Wieder diese Worte, wenn du Gottes Sohn bist, das hat doch der Feind gesagt, ne, in der Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, der Zweifel, ne, dann mach diese Steine zu Brot und mach das und jenes. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Das ist, was der Feind wollte, dass Jesus vom Kreuz herabsteigt, damit er uns gar nicht rette. Vers 41. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er denn König Israels, so steige nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Erst wenn sie ein Zeichen sehen, dann wollen sie glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und wir wissen, dass sie ihn geschmäht haben, aber dass einer dann ihn erkannt hat und gesagt hat, er hat nichts Unrechtes getan. Wir hingegen sind hier zu Recht. Wir haben Böses getan, aber er ist unschuldig. Selbst dieser Schächer am Kreuz erkannte es. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land. Und ich stelle mir das vor, wie damals in Ägypten, als man nichts sah. Diese Plage über Ägypten. So dunkel muss es gewesen sein. Kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde.
Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie oft könnte es uns so gehen, dass wir denken, mein Gott, wo bist du, wenn ich jetzt Hilfe brauche? Mein Gott, wo bist du jetzt in meiner schlimmsten Not? Aber wir wissen, dass es die Sünde war, die Jesus in dem Moment auf sich nahm. Die Sünde aller Menschheit kam jetzt auf Jesus. Und diese Sünde trennte ihn von seinem Vater. Diese Sünde, die trennt uns auch von Gott. Deshalb brauchen wir einen Erlöser. Wer stand bei ihm noch? Wer stand noch an Jesus Seite? Wer war bei ihm? Wer hat ihm geholfen? Johannes 19, 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Da spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Selbst am Kreuz hat Jesus noch hier sich um die Mutter gekümmert, die für ihn sorgte, und sagte, hier, den ich lieb habe, der Johannes, der passt auf dich auf. Und sie waren bei ihm, aber sie konnten nichts tun. Verzweiflung einer Mutter, die ihren Sohn sterben sieht, den sie geboren hatte. Ein Wunder durch den Heiligen Geist. Und dann kommen die Worte Jesu. Die Worte Jesu. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist oder Lebensodem. Jesus starb am Kreuz. Jesus starb am Kreuz. Wie oft denken wir darüber nach, was Jesus hier getan hat für uns? Jesus starb am Kreuz. Alle trauern, spüren diesen Schmerz, die Trennung. Die Hoffnung starb. War das alles? War das wirklich alles? Aber warum sagte Jesus denn dann, es ist vollbracht? Was hat er denn vollbracht? Jesus sagte in Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Er hat es ja vorher gesagt, dass es sterben wird. Aber so richtig hatte man das gar nicht verstanden. Aber er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Jesus kann es wieder nehmen. Vers 18, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Also Jesus hat also sein Leben für uns von sich ausgelassen, damit er uns rette. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Jesus hat Vollmacht, das Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Er sagte ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben ist in Jesus selber. Nun, Jesus ging bis zu dem zweiten Tod, nicht bis zum ersten, bis zu dem zweiten Tod. Sonst hätten wir ja den zweiten Tod erleben müssen. Und Jesus besiegte den Tod von innen, weil er das Leben ist. Oder war es der Heilige Geist, den ihn ja auferweckt hat? Wie ist das jetzt? Jesus sagt doch hier, er hat das Leben in sich. Aber wir wissen, in Römer 8, 11 steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wer hat ihn auferweckt? Der Heilige Geist. So wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat,
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt, durch den Geist werden wir wieder auferstehen. Aber eine Frage, bei welcher Stimme werden die Toten auferstehen? Bei der Stimme Jesu werden die Toten auferstehen. Ellen White beschreibt Folgendes: Nur die menschliche Natur starb. Als Christus gekreuzigt wurde, starb seine menschliche Natur. Die göttliche Natur sank nicht zu Tode. Das wäre unmöglich gewesen. Denn Gott kann nicht sterben. Aber der menschliche Körper, den Jesus angenommen hatte, der konnte sterben. Und er konnte auch den Lebensodem wieder bekommen. Und wer haucht den Lebensodem ein? Ich meine, der Lebensodem ist auch ein Symbol für den Ruach, wo der Geist Gottes den Ruach gibt und das Leben wieder reinkommt. Jesus als Gott kann das Leben in sich haben und der Heilige Geist bringt den Ruach rein und der menschliche Körper kommt wieder zum Leben. Wie wir es wissen, wie es am Schluss sein wird. Das heißt, die Stimme Jesu wird am Schluss uns aufwecken. Ne? Aber durch den Heiligen Geist werden wir auferweckt, wie wir hier in Römer 8 lesen. Das heißt, auf dieselbe Art und Weise ist auch Jesus auch auferstanden. Jesus, der das Leben in sich hat. Nun, sie beschreibt noch mehr. Das war das zweite sozusagen Opfer. Das dritte ist Folgendes, was sie beschreibt. Dadurch, dass der Erlöser unsere menschliche Natur annahm, hat er sich selbst unlöslich mit einem Band an die Menschheit gebunden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab ihn nicht nur, damit er unsere Sünden tragen und für uns als Opfer sterben sollte. Er schenkte ihn der gefallenen Menschheit, dass er Glied der menschlichen Familie werde und für immer die menschliche Natur behalte. Für immer, Jesus hat für immer die menschliche Natur behalten. Und wir sehen die Wunden dann in der Ewigkeit immer von Jesus. Die werden uns daran erinnern, wie schlimm die Sünde war. Und dass keiner mehr sündigen will, denn wir wissen, was damals geschah. Wir haben heute Morgen das studiert. Gott hat die menschliche Natur in der Person seines Sohnes adoptiert und dieselbe in den höchsten Himmel getragen. Das steht im Leben Jesu drin. Das ist noch ein Opfer. Das heißt, Jesus kam auf diese Welt, wurde Mensch, starb am Kreuz, hat alles das über sich ergehen lassen und hat noch die menschliche Natur behalten für alle Ewigkeit. Und natürlich waren die Jünger verzweifelt, als er starb, aber als er auferstanden ist, hat Jesus später ihnen eine Bibelstunde gegeben und ihnen die Schriften ausgelegt. Und sicherlich hat er diesen Text mit ihnen geteilt, in Jesaja 53, Abvers 3. Jesaja 53, Abvers 3, wir kennen es alle, aber es ist schön, nochmal darüber nachzudenken. Wie war diese Situation? Warum tut es Jesus für uns? Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Jesus trägt unsere Schmerzen auf sich, weil er uns liebt. Wir aber erhielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Die Strafe, die wir verdient hätten, wegen der Sünde, nimmt Jesus auf sich. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.
Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn, auf Jesus. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Jesus tut nicht mal den Mund auf, er hat nicht mal irgendwas zurückgegeben. Und wie ein Schaf, was verstummt vor seinem Scherer und seinem Mund nicht auftut. Wir sehen hier, wie Jesus bereit war zu leiden für uns. Und er sagte auch, es gibt keine größere Liebe, als dass man sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus gab sein Leben für uns. Wir sind seine Freunde. Jesus gab uns damit auch ein Vorbild. Wenn wir in 1. Petrus 2 lesen, dann steht dort, dass wir manchmal sogar zu Unrecht leiden und dass es Gnade ist bei Gott, wenn wir das tun, nicht weil wir gesündigt haben, sondern obwohl wir zu Unrecht leiden. Und dann steht in Vers 21, in 1. Petrus 2, Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und wir wissen, jetzt ist eine schöne Zeit, wo wir zu Gott kommen können, wo wir noch Freiheit haben. Aber das wird nicht immer so bleiben. Und dann steht, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und dieselben Worte stehen in Offenbarung 14 über das Volk Gottes, dass in ihrem Mund kein Betrug gefunden worden ist. Und wir wissen, es kommt diese schwere Zeit. Wir haben noch Gnadenzeit. Und es ist Zeit, dass wir auf Jesus hinweisen, was er getan hat für uns. Das ist unser Fokus, auf Jesu Kreuz zu schauen. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir der Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seinen Wunden seid ihr heil geworden. Amen. Wir sind heil geworden durch Jesus Christus. Und wie ich mit euch vorher diese Geschichte, dieses Traumes, dieses Mädchen geteilt hat, das hat mich so getroffen. Und wir wissen, dass es ein Todesdekret am Schluss kommt. Wir wissen, dass Leid kommt. Jesus hat so viel für uns getan. Was sind wir bereit zu tun, um andere Menschen auch zu retten? Zu Jesus zu führen, der uns gerettet hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder von uns und auch jeder da draußen, alle Völker, Sprachen und Nationen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das wünscht sich Gott für uns. Und für am liebsten für alle Menschen. Wir wissen, dass es nicht so sein wird. Aber wie viele Menschen können wir zu Jesus führen? Amen. Diesem altrauen Kreuz bleib auf immer ich treu. Trage willig ich Schande und Hohn. Einstens ruft er mich heim, wo ich ewig darf schauen. Und in ihm ich das Gotteslamm sehe. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns alles getan hast. Wir können nichts zu deinem Opfer hinzufügen, denn du hast alles getan für uns am Kreuz. So sehr hast du uns geliebt. Und hilf uns auch, dass wir dieselbe Liebe haben für unsere Mitmenschen und sie zu dir führen, der Einzige, wo sie retten kann. Dass wir diese Liebe, die wir erfahren haben, weitergeben den Menschen. Du kannst jeden Einzelnen retten. Und wir sind dankbar, dass nicht wir, sondern du am Ende richtest, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns führst, dass dich diese Zeit, auch wenn es schwere Zeiten kommen, dass wir immer daran denken, dass du am Kreuz für uns gelitten hast
und dass du uns auch wieder aufrichten wirst, dass du weißt, wie es uns geht, wenn wir leiden, weil du selbst in dieser Welt das Leid erfahren hast, das höchste Leid, das es gibt, Herr. So sehr hast du uns geliebt und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.